Du hast mich heimtückisch in diese Lage gebracht, Kid. Was um alles in der Welt war das für ein Witzbold? Gute Sache. Nein, wo? Ein Assassine. Und mein Mentor. Dann ist das alles so eine Art Religion? Wir Assassinen folgen einem Credo, ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das einzig sichere in dieser Welt. Alles ist erlaubt. Das hört sich doch gut an. Denken, was ich will und handeln, wie ich will. Du plapperst sie nach. Doch. Ah! Der Weg voraus ist blockiert. Das ist eine Tür, denke ich. Ei. Und es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Ein Mechanismus irgendwo. Eine Art Winde? Die Blöcke da oben. Versuch sie zu bewegen. Ich dachte, Kenway, das sind doch keine Schiffswanden. Oh, nice. Also wart ihr es, die die Templer gejagt haben, hä? Bis du kamst und alles verbockt hast, haben wir sie gejagt. Wir hatten sie am Schlafittchen. Doch nun haben sie die Oberhand. Tut mir leid. Kann doch nichts dafür, dass Duncan Walpole sowieso... Der Türmechanismus funktioniert nicht. Suchen wir einen anderen Weg. Folge mir, Mann. Duncan hätte das Ganze sowieso verbockt. Warum... Okay. Und auch mal. Bekommst du noch Luft, hä? Genug, um dich zu verfluchen, Kid. Ach ja, ich liebe das schon irgendwo. Muss ein sehr wertvoller Schatz sein. Ein Schatz. Richtig. Was immer am Ende dieses Weges wartet, ist hoffentlich die Mühe wert. Das hängt wohl von dir ab. Wie das? Was ich dir zeigen möchte, könnte dir den Kopf verdrehen. Ich kann nur hoffen, dass du den Schock verkraftest. Ich komme schon zurecht. Warum muss ich da jetzt alleine hin, oder was? Also, oder folgt sie mir jetzt? Anscheinend folgt sie mir jetzt. Okay, auch okay. Nee, wieder nicht. Okay. Okay. Das ist alles? Der große Preis, den ich für deinen Mentor ansehen soll, sieht nicht aus wie der Mann, den sie den Weisen nennen. Tut mir leid. Hey, spring nicht gleich aus dem Hemd. Ein Rätsel müssen wir noch lösen. Diese Statuen sind wie die von vorhin. Jedoch mit eingravierten Bildern. Auf dem Boden sind auch Bilder eingraviert, aber nicht dieselben. Dann muss es eine Verbindung geben. Aber welche? Ein Unterschied zwischen den Bildern auf den Statuen und denen auf dem Boden. Erkennst du es? Ei, die einen sind Raubtiere,
Die anderen Beute. Welches Raubtier passt zu welcher Beute? Das ist die Frage. Ja, das ist die Verbindung. Das Raubtier zur jeweiligen Beute. Geh mir mal zur Hand, Kenway. Ach so. Geh mir mal zur Hand, Kenway. Ich hab die Idee. Blöd. Also, das ist die Sache, wir heben jetzt erstmal das hier hoch. Sollen wir auf die Steine hier klettern? Vielleicht kann man sie bewegen. Jetzt nehmen wir das Grün auch noch hoch. Gut, wer ist das Rätsel bestimmt jetzt nicht. Jetzt packen wir. Kletter auf diese Steine, Kenway. Ich habe eine Idee. Packen wir das Grün wieder runter. Nehmen es wieder mit. Das war's gut. Aha. Oh, okay. Halt, pass auf. Falsche Richtung. Nächstes. Den hochnehmen. So, jetzt machen wir das zack. Immer mit dem wieder den Hebel. Egal wie rum wir es machen, aber eigentlich wäre es smarter, wenn wir das blaue erst drauf packen und dann das rote drauf packen. Wir haben es jetzt. Bei Gott, das ist der Weise. Doch dieses Ding muss hunderte von Jahren alt sein. Viel älter. Ist er es sicher? Ei. Seine Augen verraten ihn. Sagten die Templer, wozu sie den Weisen brauchen? Sie füllten etwas von seinem Blut in ein Glasgefäß. So wie dieses hier? Ei. Sie wollten ihn auch wegen des Observatoriums befragen, doch er entkam. Wir sind fertig hier. So. Das vergrabene Geheimnis des Weisen, Erinnerung 3, auch nochmal geschafft. Das ist wieder ein längeres Spiel als jedes, was ich zuvor gespielt habe, irgendwo. Oder ich mach's halt einfach selber. Was zum Teufel war das da hinten? Jim! Schweig! Die Statue in diesem Tempel. War das der Mann, den ihr in Havanna saht? Aus dem Gesicht geschnitten. Dann wurde ein weiterer Weiser gefunden. Der Wettlauf um das Observatorium beginnt von Neuem. Flüstern wir deshalb? Das ist nur eure Schuld, Captain Kenway. Die Karten, die ihr den Templern verkauft habt, führten sie direkt zu uns. Und nun wissen die Agenten zweier Reiche, wo genau wir operieren. Überlass das mir, Mentor. Sie haben auch Edwards Crew gefangen. Ich frage mich, was ihm ihre Leben wert sind. Nimm dies. Erregt keine Aufmerksamkeit. Und kostet weniger Leben. Okay.
Blasrohr. Das Blasrohr ist eine effektive lautlose Fernwaffe, die mit Schlaf- oder Berserkerfallen ausgerüstet werden kann. Sie können die Pfeile im Gemischtwarenladen kaufen oder aus ihrem Inventar herstellen. Schlafpfeile versetzt ihre Gegner für einige Augenblicke in Schlaf, rüsten sie mit der mit den Pfeilen nach links und rechts aus, ziehen sie mit LT und schießen sie mit RT. Y drücken, um auf hervorragende Gegner zu schießen. Jetzt kannst du dein Blasrohr ausprobieren. Schnell. Achso, das sind alles die Pillen. Ah, okay. So. Leise und effektiv, nicht? Hast du den Tempel gesehen? Ziemlich groß. Ei, frag mich, ob er voller Gold und Jade ist. Ozilesh, Totschpachesh, Jetelguniko, Makabetkachili. Muss er wohl, oder nicht? Wo haben die Spanier es sonst her? Ich dachte, die graben danach. Hab Dank, aber keine Vergebung. Ups. Sagt als erstes. Als zweites. Als drittes. Als viertes. Die Soldaten kamen mit diesem Sklavenhändler, Laurenz Prinz persönlich. Und als nächstes. Oh. Pest und Cholera, wenn uns das nochmal passiert. Im Aussichtspunkt. Woher will ich da nochmal rüber, falls ich das darf? Warte mal, ein bisschen sich hinlegen und. Zack. War mir jetzt so egal. Ken. Bitte, bitte. Das waren jetzt normale Ziele nochmal und jetzt die Berserker-Pfeile, ne? Warte mal, falsches Menü. Berserkerfallen. So, da haben wir Berserkerpfeile. 5 Stück. Ich setze nochmal ganz kurz darauf. So, haben wir da drüben noch welche. Wer ist da unten wieder? Nice. Was die Berserkerpfeile so alles anrichten. Teste das jetzt mal da drüben nicht, leider. Teste das mal da drüben. Kannst du um dich zu schlagen? Gestorben, nur weil er mir die Pest dieses Sklaventreiber.
als wären Piraten hier. Ei, verbrüdern sich mit den Heiden. Da wird mir ganz schlecht. Le Akson, Jetele Ak Kinsacho. Ma. Bei Gott, warum machen wir das? Whoa. I think I can hit him. Du schläfst jetzt erstmal. Vielleicht danke ich dir später, wenn du es schaffst zu überleben. Das ist böse. Bitte sag, das ist böse. Oh, hi. He's over there. Hold you. Come on. Na gut, mir fehlen noch zwei Fragmente. Keine Truhen fehlen mir mehr, perfekt. Bis jetzt haben wir noch keine Verluste. Nee. Den Fachschützen, den muss ich mal eben ganz kurz. Hallo? Kenway? Da ist ein Fragment. Was mach ich denn da? Da rollt gerade drauf zu. Oh, da ist noch ein Scharfschütze. Für ein Schlamassel, hm? Das ist der nächste. Der mit uns kam. Was für ein Sauertopf das ist. Der Sklavenhändler Prinz. Ich hörte, er hat einen Kaper. Dana Shimbal Tehum Bel Epetil Abil Shibalba. Abate. Der nächste, der drauf geht. Ist es Güte, die dich antreibt? Oder Schuld? Was? Okay, mehr muss ich nicht retten, oder was? Wer ist da? Siehst du diesen räudigen Hund? Ein Sklavenhändler namens Laurens Prinz. Er lebt wie ein König auf Jamaika. Der Bastard ist seit Jahren ein Ziel. Verdammt, fast hatten wir ihn. Bei Gott, dein Orden ist ein fröhlicher Haufen. Gerunzelte Stirn und finstere Blicke. Captain Kenway, ihr habt besondere Talente. Danke, Freund. So bin ich halt. Ihr seid grob und arrogant. Stolziert herum in einer Uniform, die ihr nicht verdient. Alles ist erlaubt. Ist das nicht euer Motto? Ich spreche euch von euren Fehlern in Havanna frei, jedoch seid ihr nicht willkommen hier. Schade, Mann. Wünscht es, wenn nicht so. Ja, denke ich mal auch. So. Lustigen Haufen Freunde hast du da. Du verdienst Strenge, Edward. Stolzierst herum wie einer von uns und bringst unserer Sache Schande.
Und was ist das? Eure Sache? Einfach gesagt, wir töten Menschen. Templer und deren Kumpane. Sie wollen alle Reiche auf der Welt kontrollieren. Und alles im Namen von Frieden und Ordnung. Klingt wie Ducasses letzte Worte. Siehst du? Eigentlich geht es um Macht. Darum, Menschen zu beherrschen. Unsere Freiheit zu rauben. Noch eine Botschaft von einem deiner Freunde? Hi. Ich zeig's dir. Ah. Dass sie schon die ganze Zeit gemacht haben. Und auch wieder 100% abgeschlossen. Ich weiß, dass dich unser Credo nicht beeindruckt. Würde dich der Anblick von Geld etwas aufgeschlossener machen? Wie immer. Dann übernimm diese Aufträge in der Karibik für uns und wir bezahlen dich. So einfach ist das. Nun folge mir. Es gibt noch ein letztes Geheimnis. Wie lange bist du schon bei den Assassinen, hä? Ein paar Jahre. Ich traf Atabai in Spanish Town und irgendwas in ihm weckte mein Vertrauen. Eine Art von Weisheit. Ist das alles seine Idee? Sein Clan? Gar nicht. Assassinen und Templer kämpfen schon seit tausenden von Jahren. In der ganzen Welt. Die Eingeborenen dieser neuen Welt hatten selbst eine Philosophie, wie unser Credo. Von Anbeginn an. Und als die Europäer kamen, haben unsere Gruppen sich vermischt. Kulturen, Religionen und Sprachen trennen die Völker. Doch es gibt etwas im Credo der Assassinen, das Grenzen überschreitet. Die Liebe für das Leben und die Freiheit. Kann ich verstehen. Klingt ein bisschen wie Nassau. Fast. Aber nicht ganz. Hier wären wir. Nimm diesen Stein, den du bei der Maya-Stele entdeckt hast, und stell ihn dorthin. Nummer 1. Nur ein paar Dutzend mehr und das war's. Und was springt für mich dabei raus? Respekt für den Anfang. Von den Männern und Frauen, die wegen dir in Gefahr sind. Und falls das nicht genügt, gibt es einen Schatz hinter der Tür. Er ist viele Jahrhunderte alt. Ich schätze, wenn du dir Mühe gibst und auch noch den letzten davon findest, wird es sich schon lohnen. Du segelst zurück nach Nassau? Wenn ich dort einen Auftrag habe, ei. Doch mein Zuhause ist nun hier. Okay. Alle meine. Habe ich jetzt alle die reingepackt, die ich da reinpacken darf, sollte, wie auch immer. Anscheinend habe ich das. Das ist jede Stele, die ich mache, oder Stele, die ich mache, bringt mich ein Stück näher an den Schatz. Nicht verkehrt. Haben wir noch ein Fragment hier irgendwo rumfliegen? Da. Ja, Mann. Das will ich auch noch haben. Ich weiß nicht, ich referenziere immer wieder gerne die letzten Let's Plays von Assassin's Creed und wir machen das jetzt schon mal ein ganzes Weilchen und das ist bis jetzt das einzige Projekt, was ich, die ganzen Projekte, die ich bis jetzt durchziehe, so, was mir halt auffällt. Ich habe die letzte Assassin's Creed ziemlich hart durchgezogen, also ich habe die storytechnisch ziemlich schnell durchgezogen und jetzt bremse ich mich halt hier, indem ich ein paar Sachen sammle, was ja auch nicht verkehrt ist aus meiner Sicht. Das ist nicht nur legitim, es ist sogar eigentlich perfekt, dass ich das so mache. Weil dann entschleunige ich ein bisschen, ich genieße das Spiel wieder. Oh. So ein Stück. Oh yeah. So. Katzenfellmontur. Tulum haben wir jetzt auch geschafft. Perfekt.
Ach ja. Ich bin leider hier nicht erwünscht, obwohl das ist für mich ja keine Sperrgebiet mehr für mich. Und mit dem Sinn meint, also mit dem Besonderen meinten sie das hier. Das habe ich. Weil ich von Alter Ibn Lahab abstamme. Sie können die Schnellreise verwenden, um an bereits besuchte Orte teleportiert zu werden. Drücken Sie die Fenstertaste, um die Weltkarte zu öffnen. Wählen Sie mit L einen bereits besuchten Ort aus oder einen synchronisierten Aussichtspunkt und drücken Sie X, um per Schnellreise dorthin zu gelangen. Gut, ne? Also. Kenne ich ja, ne? Also, ich habe wohl sehr viel vorweggegriffen. Wie die Assassinenaufträge zum Beispiel. Ist halt so, ne? Kann man nichts machen. It happens. Captain Kenway. Captain ist am Steuer. In See stechen. Natürlich in See stechen, Leute. Warum soll ich das nicht tun? Wäre doch blöd, wenn nicht. So. Feuer! Oh. So, nächste Mission ist wo? In Nassau. Komm. Gerade noch davon gesprochen, jetzt mache ich das trotzdem. Ich werde auf jeden Fall die Festung da in der Nähe noch machen. Glaube ich zumindest. Das hier nicht ein Teleportationsgedöns zu Nassau? Ah, ich kann da so Nassau Schnellreise machen. Ichtovian. Das neue Libertalia. Stinkt wie jedes andere Kaff, das ich letztes Jahr plünderte. Oi, was soll das Gesicht? Hast du dich verliebt? In deine Bluse. Seid willkommen in Nassau, Männer. So wie jeder, der seinen Teil beiträgt. Seinen Teil? Was ist das, ein beschissenes Kloster? Man hat uns weisgemacht, in Nassau könne jedermann tun, wie ihm beliebt. Solange er anderen nicht davon abhält, ei. Captain Thatch, wie er lebt und lebt. Was ist das für ein prächtiger Pelz, der dir aus dem Gesicht sprießt? Wer braucht eine Flagge, wenn es ein schwarzer Bart tut? Was führt die Herren so weit nach Norden? Man erzählt sich, der kubanische Gouverneur wartet einen Riesenhaufen Gold aus seinem nahen Vor. Bis dahin liegt es da herum und wartet nur auf uns. Gouverneur Torres persönlich, ha? Klingt vielversprechend. Willkommen in Nassau, Captain Vane. Mr. Rackham. Also, wo kann man hier ein bisschen Spaß haben? Ihr wisst schon. Oh mein Gott, ich habe die Spinne mehr erkannt, es ist richtig schlimm und ätzend. Es hört sich halt wirklich blöd an, was ich jetzt sage. Aber ich weiß, wer die Stimme von Rackham ist, also die deutsche Stimme. Oh mein Gott, war das einfach. Oh. Weil Mr. Rackham wird gesprochen von Martin Semmelrogge. Auch bekannt als deutsche Stimme von... Wie hieß er noch? Randall von Monsters Inc. Also von der Monster AG. Der hat Randall gesprochen und jetzt spricht halt auch immer... Also ich habe die Stimme ewig nicht gehört, aber die ist halt so unverkennlich, die Stimme von Martin Semmelrogge. Oder Martin Semmelrogge. Kein Rapport von der zweiten Wache, Captain Kenway.
Ja, Martin Sonderauger. Gut, das ist sogar Blackbeard, glaube ich, ne? Ja, ich möchte wieder weg. Okay. Wo gibt es den letzten Auftrag zu erledigen? Okay, da. Sollen wir erstmal die beiden Forts hier machen? Einmal das Fort hier, das Eleutra und dann noch hier vorne das. Wenn wir gerade sowieso auf dem Weg sind, weil dann können wir das ein bisschen freischaufeln hier.